Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video stelle ich euch zwei coole Gadgets für den Sommer vor. Cool sind sie auf jeden Fall, denn sie behalten einmal einen kühlen Kopf. Es handelt sich hier um zwei Ventilatoren, die zum einen unglaublich cool sind vom Design und vom anderen unglaublich praktisch. Und genau diese zwei Ventilatoren wollen wir uns hier einmal angucken. Zunächst einmal vielen, vielen Dank an Easy Egg, die mir diese zwei Ventilatoren zugeschickt haben. Ihr wisst ja, Easy Egg habe ich euch schon einige Powerbanks vorgestellt, die Ultra Leistungs-Powerbanks kommen meistens von dieser Firma, deswegen war ich sehr, sehr gespannt, wie sich Easy Egg hier auf einem komplett neuen Produktfeld bewegt. Und diese zwei Produkte, die ich euch heute vorstelle, bewegen sich in der Preisspanne 13,99 Euro und 11,99 Euro, also absolut günstig. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie zum einen natürlich die Qualität ist, zum anderen die Leistung und dann natürlich auch das Design, weil da hapert es dann doch recht oft, muss ich sagen, und deswegen bin ich froh, dass ich heute zwei Produkte hier einmal miteinander vergleichen kann. Wir fangen zunächst einmal an mit dem USB-Ventilator, der mir vom Design her direkt von Anfang an schon sehr, sehr gut gefallen hat. Packen das Ding direkt einmal aus und da ist wirklich nicht viel, was mitgeliefert wird. Es ist zum einen, hier sieht man das einmal, dieser ja schon fast röhrenförmige USB-Ventilator, der auf einem sehr, sehr coolen Standfuß ist. Das ist so eine Art Aluminium, ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist auf jeden Fall eine Art Metall, Leichtmetallbauweise hier unten drunter sozusagen. Sehr, sehr cool gemacht, sieht sehr stylisch aus und das ganze Ding wird mit USB betrieben. Ihr könnt das Ding im Prinzip in jeden USB-Lader reinpacken oder ihr packt es an den Computer direkt dran. Wenn ihr unterwegs einen Ventilator braucht oder wenn ihr im Büro, sag ich mal, oder zu Hause einen kleinen Ventilator braucht, dann soll es der von der Leistung her schon bringen. Was mich am Anfang so ein bisschen verunsichert hat, war die Tatsache, dass ich nicht ganz wusste, wie das Ding überhaupt zu bedienen ist. Denn das wird nicht wirklich aus der Bedienungsanleitung ersichtlich. Die Bedienungsanleitung ist sehr, sehr spärlich gehalten. Steht nicht viel drin, aber man muss sich so ein bisschen durchkämpfen, kann sich natürlich auch einfach die Amazon-Bewertungen durchlesen, dann findet man es nämlich auch, denn dieses Ding hat einen Touch-Sensor, der sich über den kompletten Standfuß erstreckt und das fand ich schon sehr, sehr cool, erstmal aus der Theorie. In der Praxis funktioniert das auch super, super einfach. Ihr müsst, wie gesagt, einmal kurz den Ventilator einstöpseln und dann seht ihr hier direkt, das Ding bewegt sich nicht. Warum? Weil man das Ding nämlich einschalten muss und dazu kann man einfach an einer x-beliebigen Stelle an diesem Standfuß, jetzt egal ob an der Seite oder hinten oder vorne, einfach einmal drauf drücken und schon geht das Ding los. Das Ding hat zwei verstellbare Stufen, das heißt, ihr könnt hier einmal leicht und einmal stark einstellen und soll gleichermaßen ultra leise sein. Auch da war ich sehr gespannt. Klar, das gesamte Gehäuse ist aus Plastik, da ist wirklich überhaupt nichts Großartiges dran. Der Ventilator umfasst im Prinzip innen drin das ganze Gehäuse, was ich auch sehr, sehr cool finde. Auch diese, ja, Lufteinlässe sozusagen sind auch sehr, sehr schön gefärbt. Es passt einfach in einen modernen Haushalt rein und von der Lautstärke her ist das Ding wirklich das, was es verspricht, nämlich super, super leise. Ich habe es euch mal aufgezeichnet. Und ihr seht hier direkt, es ist wirklich in zwei Stufen wirklich super leise, wobei natürlich die zweite Stufe etwas lauter ist als die erste, aber von der Leistung her natürlich deutlich mehr und dafür deutlich weniger Lautstärke. Ich persönlich finde es super, super cool und war dann natürlich direkt gespannt, was so das zweite Gadget ist, nämlich das soll das Pendant dazu sein für unterwegs. Hauptsächlich für unterwegs macht es natürlich keinen großen Sinn, wenn man das Ding immer in den Strom stecken muss. Deswegen hat sich Easy Egg etwas ausgedacht, ein faltbarer Ventilator für unterwegs. Das ist eigentlich nichts Neues, allerdings hier in dieser Art und Weise, wie das Ding gefertigt worden ist, dann doch schon etwas leistungsfähiger als die Dinger, die man vielleicht von früher kennt, wo man ein paar Batterien reinmacht und dann funktioniert das. Nämlich dieses Ding soll,
3 bis 10 Stunden bei vollständiger Power halten. Ich persönlich kann es euch jetzt aufgrund der letzten Tage im Prinzip so bestätigen, dass das Ding, wenn ihr das wirklich hardcore laufen lasst und ihr lasst es nebenher irgendwo rumliegen und so weiter, ja, so um die 4 bis 5 Stunden hält. Aber wenn man es nur mal sporadisch anmacht, wozu ja die Dinger eigentlich mehr da sind, dann hält es schon deutlich länger. Dann habt ihr da wirklich auch einige Tage mit Spaß. Und es ist wirklich ein kleiner Ventilator, der vom Design her auch wieder recht günstig ist. Klar, er kostet auch nur 11,99 €. Das heißt, ihr habt hier ein komplettes Plastikgehäuse. Ihr habt einen Langzeitakku drin, den man hier mit Micro-USB wieder aufladen kann. Und könnt dieses Ding allerdings auch in 3 Stufen einmal in 3 Stufen verstellen, nämlich von leicht bis super stark. Und ich kann euch sagen, wirklich, die letzte Stufe ist wirklich auch sehr, sehr stark. Gerade für so einen Handheld oder für so einen tragbaren Ventilator ist das wirklich super cool. Und auch der ist vom Geräuschpegel gar nicht mal so laut. Und das ist wirklich ein entscheidender Faktor. Ich weiß noch, die Dinger früher, die man so im Zug vielleicht dabei hatte, die waren schon extrem laut, haben vielleicht auch die Leute um einen herum genervt. Aber bei dem Ding kann man wirklich sicher sein, das Ding wird keinen nerven, weil es wirklich sehr, sehr leise ist. Ihr könnt das hier einmal hören. Und ihr seht direkt, es ist hier wirklich auch absolut erträglich. Macht wirklich nichts großartig aus und lässt sich vor allen Dingen auch super praktisch, super klein auch hier zusammenklappen, was ich für einen tragbaren auch sehr, sehr cool finde. Die beiden Ventilatoren zu vergleichen ist eigentlich gar nicht so schwer, denn sie sind absolut unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, was ihr haben wollt. Beide Ventilatoren für diese Preisklasse, zumindest von dem, was ich bisher so getestet habe, einsame Spitze. Wenn ihr auf Farben steht, dann auf jeden Fall eher zu dem tragbaren einmal hingehen vielleicht, denn den gibt es in deutlich mehr Farben, nämlich das sind hier 5 und den Standventilator gibt es nur in 3 Farben, nur in Anführungszeichen, nämlich in so einem leichten Pink, in dem Schwarz, in dem er hier einmal bei mir steht und dann gibt es das ganze Ding auch noch in Weiß, während dann der tragbare wirklich total bunt für den Alltag absolut geeignet ist. Wenn ihr allerdings ein cooles Designteil haben wollt, was im Büro, was zu Hause ganz cool aussieht, was Leistung bringt, leise dazu noch ist und vor allen Dingen natürlich auch hier mit dem coolen Touch-Feature am Standfuß hier wirklich super praktisch und designtechnisch wirklich super cool ausgefeilt ist, dann greift lieber zu dem Standventilator. Ich persönlich bin eher ein Fan von dem, weil ich persönlich, wenn ich unterwegs bin, entweder immer eine Klimaanlage um mich rum habe oder dann auch nicht mit so einem Gerät rumlaufe, sehr, sehr gerne. Das ist allerdings absolute Geschmackssache. Ich habe euch natürlich beide Links einmal in die Infobox gestellt vom Video und könnt ihr euch nochmal alle Produkte in Ruhe durchlesen. Wenn ihr Fragen und so weiter zu diesen Produkten habt, schreibt es mir auf jeden Fall einmal in die Kommentare. Ich versuche wie immer alles für euch zu beantworten und freue mich da auch absolut drauf. Und wenn ihr mich hier auf YouTube noch nicht abonniert habt, lasst auch ein Abo da, dann verpasst ihr nichts mehr. Mehrfach die Woche bringe ich euch alle neuen Trends aus der Technik und natürlich auch aus der Smart Home exklusiv hier auf YouTube einmal als Video. Ich versuche alles für euch zu testen, deswegen lasst ein Abo da, dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Und bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn ihr mich anschreiben wollt, dann tut es auf jeden Fall ab sofort über den SL Messenger, denn YouTube stellt auch teilweise diese privaten Nachrichten ein. Das heißt, unglaublich wichtig, guckt einmal in die Infobox vom Video rein. Dort habe ich euch meine Handynummer reingestellt. Ladet euch den SL Messenger runter und dann könnt ihr mich darüber auch direkt als Kontakt hinzufügen. Könnt mich dort anschreiben und ich kann euch auf eure privaten Nachrichten auch immer direkt antworten. Bis dahin vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Nachrichten und freue mich vor allen Dingen auch auf das nächste Video mit euch. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao. We'll be right back.